Claudian. Da es irgendwie schwierig war, quasi herauszufinden, wie man Kellerman-Relais gegen das Standard-Relais austauscht, weil die fünf Pole hier, die werden nicht in der Kellerman-Beschreibung mitgeliefert. Haben wir es jetzt mal anhand der Schaltpläne etc. herausgefummelt. Also, schwarz-gelb ist Masse. Der grün-orangene ist Plus. Der orangene selber, das ist die Ausgangsplus für den Blinker. Der rot-orangene ist im Schaltplan für Warnblinker, hat meine Karre gar nicht. Zumindest kein Schalter oder es gibt eine Sonderfunktion, die ich nicht kenne. Und der blaue, dieser hellblau-graue mit so einem silbernen Zipfel dran, der ist, geht in den Tacho. Also vermute ich mal für diejenigen, die jetzt Blinkerabschaltung haben, geht der da dran. So, wie verbumselt man das jetzt an so ein Kellermann-Relais? Der Kellermann-Relais hat Plus und Minus, dann so ein grau-weißes Kabel für Plus, also Ausgang Plus, und dann nochmal zwei extra Kabel, graue. So, die einfachsten sind erstmal Plus und Minus, ne? Minus, wie gesagt, an Schwarz-Gelb, Plus an das Orange-Grüne. Und dann dieses zweifarbig grau-weiße vom Kellermann an das Orangene für die Ausgangsleitung. So, dann schließt du das an und dann machst du Zündung an und dann blinken alle vier. Das ist halt kacke, ne? Aber nicht schlimm. Dann trennt man hinten, jetzt habe ich das schon vertüdelt, aber ich denke mal, da weiß jeder Bescheid. Die Plusleitung, die zu den hinteren Blinkern geht. Der vordere ist völlig wurscht, die hinteren sind halt hier. Die Plusleitung angezapft und dann die beiden grauen aus dem Kellermann einfach quasi mit da dran gelegt. Also nicht unterbrochen, sondern einfach mit dran gelegt. Könnt ihr mit dem Stromdieb machen oder irgend sowas. Ne? Ich habe jetzt hier so ein buntes Potpourri an Schrumpfschläuchen noch aufgebraucht. Dazwischen sind über Steckerverbindungen. So, und dann müsst ihr eventuell die beiden untereinander tauschen, weil es rechts, links vertauscht sein kann. Aber das ist es schon. Ne? Und dann, warte, ich blinke. Links, links, rechts, rechts. So. Und auch hier, Ette geht auch mit natürlich. Ne? So, funktioniert also wunderbar. So, die anderen beiden halt, ne, für Tachoabschaltung vermutlich und Warnblink, habe ich einfach totgelegt. Die verschwinden dann gleich mit da drin. Ja, und das Kellermann. Machst du mit dem Kabel, stropst da drunter wieder fest und gut ist, ne? So, und jetzt bin ich froh, wenn das Schätzelein noch zum Lackierer geht. Und dann ist erstmal wieder Ruhe, ne? So, in diesem Sinne, gut schaffen.